Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, wie versprochen, wir machen uns auf den Weg zum Turm. Damit wir den Aussichtsturm hier mal kriegen. Ich habe ihn eh schon markiert auf der Karte. 279 Schmiede. So, wir machen das Bildmachgerät an. Oh, da ist einer. Sieben. Können wir uns eigentlich gleich schnappen? Ein Söldner. Dann haben wir bloß noch zwei. Patriarchen sind hart. Aber habe ich schon erzählt, wie ich mal gegen fünf von denen gekämpft habe? Dein Kopf ist viel wert. Wäre doch schade, wenn ich... Alter. Okay, der gibt uns nichts Gutes, aber wir haben wieder einen Söldner erledigt. Sehr schön. Hier müsste noch einer sein. Was? Willst du mich verarschen? Der ist 35. Okay, dann müssen wir irgendwie vorbei an denen. Da gehen wir lieber mal nicht ran. Der one-hitted mich wahrscheinlich. Ich will jetzt einfach nur den Aussichtspunkt haben. Schön. So, wo können wir sie reinspringen? Da. Okay, richtig. So, dann haben wir das. Der ist zu krass, 35. Weiß nicht, was der hier macht. Ich würde sagen, wir holen uns den Anführer hier. Machen Jagd auf die Loswerden, kannst du Stifter bezahlen oder töte eine Weile unauffällig. Unauffällig bleiben, nee, das machen wir nicht. Bezahl dir doch keinen. Mit dem Doof. Kein Geld. Versteh nicht, warum wir den. Zelt da drin wahrscheinlich, oder? Anheuern. Ich biete dir ein besseres. Der Anführer der Athener ist tot. Ich kehre zur Stentor zurück.
Okay, nur Stufe 10. Sehr schön. Läuft. So, jetzt haben wir hier noch was. Unentdeckter Ort. Und wir haben hier den hier. Kann ich denn den töten, den Kopfgeldstifter? Das probieren wir jetzt mal. Ob ich den killen kann? Wahrscheinlich wird mein Ding auf Level 5 hochgehen. Da werden hier wieder 1000 Wachen drin sein, oder? Klar. Alter Schwede. Okay. Ein Haufen Gegner auf jeden Fall drin. Okay, müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt machen. Das wird nicht leicht werden. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Wir stechen bald in See. Ich will dich dabei haben. Oh nee. Warte mal, kann ich den bezahlen? 500, ey. Nein, das mache ich nicht. Ich bezahle nicht. Ich würde sagen, das ist die Arbeit. Ich glaube, es könnte ein bisschen längere Folge werden, glaube ich. Bis sie das hier geknackt haben.
Was ist denn jetzt? Schön, dass die gar keinen Schaden kriegen.
Attacke mehr. Wollen wir den da schnappen? Okay, dann schauen wir doch mal weiter. Mal ein bisschen Gas geben hier. Wäre wieder nicht killen können komplett. Oh.
hätte gut laufen können. Spartiatentritt. Alles wieder weg, oder wie? Niemand darf mich entdecken. Komplett umsonst. Ich dreh durch. Oh nee, ich will es nicht nochmal machen. Komm, wir warten jetzt nochmal. Schauen wir, dass wir vielleicht ein Level höher kommen oder so. Und dann machen wir das hier und dann töten wir danach gleich den Söldner. Eieiei. Vielleicht schon 3 oder 4 Söldner getötet gehabt. Ich dreh durch. Scheiße. Cassandra, ich hab dich nicht gesehen, seit du mich zu den Ruinen des Odysseus nahmst. Odessa, du erinnerst dich. Wie könnte ich das vergessen? Du sagtest, ich soll mein eigenes Leben leben und mich nicht um die Größe anderer scheren. Und du hast meinen Rat beherzigt. Ich musste mich um meinen kranken Vater kümmern. Also nein, ich hatte noch keine Chance, so zu leben, wie ich will. Ich habe viele Menschen gesehen, aber du gehörst mit Sicherheit zu den Schönsten. Ist das so? Du bist eine willkommene Ablenkung von meinem Problem. Man sagt, ich sei eine sehr gute Ablenkung. Du hast doch sicher ein Bild, das wir benutzen können. Lesbisch oder was? Du kommst direkt zur Sache, nicht wahr? Ich zeige dir, wie ich zur Sache kommen kann. Da bin ich mir sicher. Also, was ist nun? Weißt du, ich würde gerne. Doch ich muss zuerst ein paar Sachen für meinen Vater abholen. Wenn du mir hilfst, können wir unser Gespräch vielleicht fortsetzen. Keine Sorge, ich helfe gern. Was brauchst du denn? Ein paar Kräuter aus dem Tal von König Lelex. Außerdem eine Mixtur vom Markt, um sie mit den Kräutern zu vermengen. Ein Händler dort hält sie für mich bereit. Ist dein Vater wirklich so krank, dass du es nicht selbst tun kannst? Ich bin sein einziges Kind. Ich bleibe lieber in der Nähe, falls es ihm schlechter geht. Okay. Bleib bei deinem Vater. Ich besorge die Kräuter und die Mixtur. Mach uns auf den Weg. Aber so läuft das eben. Oh. Nein, was ist denn dieses scheiß Huhn? Ich glaube, ich bin. Okay, den haben wir. So, jetzt holen wir uns aber mal die Kräuter. Schauen wir, wo wir hin müssen. Mark ist im Tal von König Lex. Emegar ist im Tal von König Lex. Also muss hier irgendwo sein. Ich denke mal hier oben irgendwo. Südlich des Schmieds.
Also hier, schätze ich mal. Machen wir uns einfach mal einen Marker hier hin und dann schauen wir mal. Ich denke hier hinten irgendwo. Sind die Kräuter, die Odessa braucht. Haben wir eh schon fast richtig gesetzt. Ja, ich finde es von der Beschreibung her ist eigentlich gar nicht schlecht. Also man findet es eigentlich recht relativ einfach. Jetzt mir zum Anfang, wo ich es ausgewählt habe, hätte ich es mir ein bisschen schwieriger vielleicht vorgestellt, wenn man dann länger suchen muss. Aber so ist auch ganz okay. Eins muss hier noch irgendwo sein. Ach, da unten. Okay, kaufe die Mixtur. Gleich hier weiter, vielleicht entdecken wir noch ein bisschen was. Megaris, die Stadt der Schweine. Ja, so sieht's auch aus. So sieht es auch aus wie die Stadt der Schweine. Alles ziemlich arm hier. Was wird denn der jetzt wieder verlangen hier was von mir? Was müsste der Händler? Sag es deinen Freunden, deiner Familie. Die besten Waren, die man kaufen kann. Sogar Söldner wie du werden bei mir fündig. Odessa schickt mich. Na, natürlich, die Süße. Ich wünschte, sie würde selbst kommen. Das ist für ihren Vater, nehme ich an. Gib mir das Geld und du kannst dich auf den Weg machen. Ach komm. Hier, nimm es. Schnelle Geschäfte sind die besten. Ich hoffe, es hilft, Odessa. Also klar, ich dir gleich noch was. Jetzt ist Wurmpuff hier. Das Kopfgeld wurde schon wieder erhöht, so ein Scheiß. Die Menschen abhauen. Ach,
Odessa. Was? Im Auftrag des Anführers von Megaris. Odessa hat ihnen wohl Probleme bereitet. Und sie wollen das Anwesen ihres Vaters. Okay, ich töte doch die nicht. Sind die Kräuter und die Mixtur in Ordnung? Du hast sie doch geholt, oder? Warum machst du dir Sorgen? Wir wurden gerade angegriffen. Daran solltest du dich längst gewöhnt haben. In diesem Land wimmelt es von Banditen. Was stand in dem Brief, den du gelesen hast? Du scheinst zu einem Problem für Megaris zu werden. Wie kannst du so etwas sagen? Das stand in dem Brief. Dieser Angriff war kein Zufall. Megaris bekommt nur, was es verdient. Ich bin das Opfer hier. Der Anführer sieht das anders. Ich könnte tot sein, ohne mir einen Namen gemacht zu haben. Dann wäre mein Leben nutzlos gewesen. Niemand darf diesem Gesicht etwas antun. Ohne Schmerz, kein Ruhm. Warum nimmst du mich nicht mit hinein und zeigst mir ein bisschen Schmerz? Oh, das würde ich lieben gerne, aber versteh doch. Jemand will mich umbringen. Wie könnten wir das ignorieren und uns stattdessen einfach so vergnügen? Und wie verbleiben wir dann? Mit einer neuen Aufgabe. Glaub, was du willst, aber ich kann die Wahrheit beweisen. Ich brauche nur deine Hilfe. Das überrascht mich nicht. Ich lass dich wissen, ob du sie bekommst. Wäre die nächste Quest hier? Bist du bereit, die ganze Wahrheit hinter all dem zu erfahren? Immer. Das hoffe ich. Du sagtest, ich wäre das Problem. Woher weiß ich, dass deine Meinung nicht längst feststeht? Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Wird sie. Und dann kann ich endlich in die Fußstapfen von Odysseus treten. Steht in den Geschichten über Odysseus nicht auch, dass er ein guter Liebhaber war? Wirklich? Muss mir entgangen sein. Du sagtest, du wärst gerne wie Odysseus. Aber wir können mehr erreichen. Wir reden weiter über uns, wenn alles erledigt ist. Der Brief, den du fandest, stammt vom Anführer von Megaris. Es muss Beweise dafür geben, was er vorhat. Wenn es einen gibt, dann bei ihm zu Hause. Dann geh dorthin. Ich finde einen Beweis. Okay. Gut, schauen wir da mal hin. Ich will nur, dass es endlich vorbei ist. Ich finde den Beweis, wie er auch aussehen mag. Okay. Gehen wir doch gleich mal da hoch. Boah, sieht hier schon wieder einer da. Schon wieder ein Söldner. Hier ist auch noch ein Söldner. Ich glaube, den werden wir gleich mal killen. Wo der mir zu nahe kommt hier. Ich muss zum Haus des Anführers und rausfinden, was los ist. Ah!
So sieht's aus. Okay, der Löwe hat nix gedroppt. Vorwärts. Okay, so wie geht's, ja? Das ist es. Wenn es Beweise gibt, dann dort. Ich muss vorsichtig sein. Dieser Ort wird schwer bewacht. Sie haben erst mal nichts. Der wird alle schon gekillt, oder? Der Anführer von Megaris hat eine Hochzeit für Odessa arrangiert. Klingt nach einem Plan, an das Anwesen des Vaters zu kommen. In diesem Brief steht, dass Odessa noch andere Söldner angeheuert hat. Ich frage mich, wozu. Versuchungsgebiet, da muss ja hier noch irgendwas sein. Aber hier drin ist doch nichts mehr. Vielleicht noch. Na, da haben wir gerade was gesehen. Unten oder was? Dieser Brief erwähnt Odessas Anwesen
und dass sie es unbedingt haben wollen. Mit allen nötigen Mitteln. Einer von Odessas Verehrern starb auf mysteriöse Weise nach ihrem Treffen. Ich glaube, dass die gar nicht so so gut ist. Dass sie hier nur das Zeug snacken will. Ja. Dann gehen wir mal zurück. Ich glaube, ich habe fürs Erste genug. Ich sollte zurück zu Odessa. Also ich muss wirklich sagen, Level 50 ist ja, glaube ich, Max-Level und das dauert auch ganz schön lange, bis man hier levelt. Also es geht gar nicht so schnell. Okay, aber wenn ich die riesen Spielwelt sehe, was ich bis jetzt erst minimalsten Bruchteil erst gesehen. Die Festung, würde ich sagen, machen wir. Der Anführer von Megaris ist hinter Odessas Anwesen her. In einer anderen und Folge. Er hat eine Ehe für sie arrangiert, um es nach dem Tod ihres Vaters in die Finger zu bekommen. Aber in den Briefen steht auch, dass ein Verehrer ermordet wurde. Und niemand weiß wie, obwohl bekannt ist, dass sie Söldner angeheuert hat. Es ist schwer zu sagen, ob Odessa im Unrecht ist oder nicht. Ups, Entschuldigung. Entschuldigung. Du bist zurück? Mit guten Neuigkeiten? Ich weiß noch nicht, ob sie gut sind oder nicht. Ich habe zwei Beweise dafür gefunden, dass sie hinter dir her sind. Gut. Und warum sind sie es? Einmal wegen des Vermögens deiner Familie und einmal wegen einer arrangierten Ehe. Das reicht, um zu beweisen, dass ich das Opfer bin. Nach allem, was ich fand, weiß ich jetzt, was hier vor sich geht. Und das wäre? Du trägst keine Schuld an all dem. Du willst nur dein eigenes Leben leben. Natürlich will ich das. Ich habe nichts Falsches getan. Ich will nur einen gesunden Vater und endlich meine Reise beginnen. Lass uns erst die Laken erkunden. Du kannst anfangen, nachdem wir unseren Spaß hatten. Deine Versuche schmeicheln mir. Sag mir, womit willst du mich diesmal in Verzückung versetzen? Das enge Hemd. Das ist wirklich etwas, das man erlebt haben muss. Zeig es mir. Na, endlich jetzt mal los da. Du hast recht. Das zu erleben war weit besser, als nur davon zu hören. Siehst du? Also, das war's dann. Mehr gibt es jetzt nicht zu tun. Du könntest Teil meiner Mannschaft werden. Es muss trotzdem kein Abschied sein. Komm mit auf mein Schiff. Du wärst immer an meiner Seite. Und es wäre schön, von hier wegzukommen. Schön? Was ist mit deinem Vater? Dank deiner Hilfe fühlt er sich schon sehr viel besser. Und du hast keine Angst, dass ihn jemand angreift? Ich werde ein paar Leuten erzählen, was du herausgefunden hast. Solange wir die Beweise haben, ist er sicher. Ich freue mich, dich an Bord zu begrüßen. Okay. Öffne das Schiffsmenü. Odessa, was macht denn die? Ausdauer der Ruderer. Schaden durch Brandspeere. Okay, das lassen wir jetzt. Aber wenn wir die anheuern, das kostet ihm Geld. Da. Was macht der hier? Ja, tun wir die mal rein. Und dann sehen wir schon. Ich muss unbedingt mehr Holz sammeln, ey.
dass wir hier ein bisschen was machen können. Okay, wir haben noch Ausrüstung bekommen, habe ich gesehen. Dolche, glaube ich, sind auch nicht schlecht. Guck mal, die mal. Probieren wir die mal. Und einen Bogen Stufe 10, glaube ich, haben wir auch bekommen, ja. Die mal ausrüsten. Hier haben wir nur Questgegenstände. Was haben wir hier? Stufe 10. Stiefelchen. Und hier haben wir Stufe... Ah, das ist schlechter. Okay, ich würde sagen... wir machen an der Stelle einen Cut und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde dabei mal zum Schmied gehen und würde mal ein bisschen Zeug verkaufen, dass wir auch ein bisschen mehr Kohle kriegen, weil ich glaube, wir brauchen Kohle, dass wir hier die Leute anheuern können und so weiter. Dass wir da einfach ein bisschen was auf der Kante haben. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich und würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.